Servus! Oh, Redi! Servus! Grüß dich, servus! Alles klar? Freilich! Dann, das Mehrer haben wir schon klon, aber es geht noch was an. Soll ich noch was holen? Ja, eine Kleinigkeit. Okay. Das Wichtigste. Der Isotoni. Okay, alles klar. Der steht ums Eckgummi und ich mache drei dazu. Mhm. Und dann packen wir es. Alles klar, gut. Mei, wie gut er das kommt. Ja, genau. Ganz gut. Soll ich schnell aufgehen? Macht lieber der Fachmann. Ich bin jetzt zum Beispiel noch nie gefahren, LKW oder so. Oder? Nein. Das Größte, was ich gefahren bin, ist Pullei. Wie geht's bei dir jetzt weiter? Deine Saison war bärig. Ja, war ganz gut. Ich bin jetzt schon wieder im Training drin. Lauf ganz gut. Haben jetzt schon die ersten Kurse gehabt. Letzte Saison war natürlich für mich Bombe. Also die beste Saison, der beste Abschnitt. Ja. Ja, bisher schon. Und ich bin auch echt zufrieden und kann mich jetzt nicht beschweren. Ja. Und wir weitermachen, mir macht es echt eine brutale Gaudi, aber mir ist jetzt nicht der Erfolg im Vordergrund, sondern ich mag eine richtige Gaudi haben und jedes Jahr mein Bestes geben und Sunfight Cup mehr hätte ich schon mal gewinnen, aber wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, dann nicht. Auf jeden Fall. War das ein richtig alter Bauernhof, he? Ja. Geil. Servus. Grüß dich. Markus, da sind wir jetzt bei einer Traditionswirtschaft und ja, seit über 110 Jahren wird da das Bier reingefahren. Wir sind jetzt nicht rein. Genau. Das sind die schönen Sachen. Ah, das glaube ich. Wichtig für uns. Ja. Bier lebt davon. Ja. So, oder? Genau. 16 Kräne, ja. Und Limo. Ja. Haben wir jetzt wieder leicht gut zurückgezogen. Das ist Eintragung. So, jetzt darfst du wieder unterschreiben. Ich hätte ein kleines Geschenk noch, so Flaschen für die Kinder und Autogrammkarten. Ja. Ja. Soll ich die Flaschen unterschreiben? Ja, kannst du freilich. Gut, mache ich. Dann kann ich dir die Gäste zwang, weil sonst glänzen wir nicht. Deswegen alles schwarz auf weiß. Dankeschön. Bitteschön. Genau, ich sag danke, dass ihr dabei seid dürfen. Gut. Eine mit dir. Jo. Aber tschüss zum Mal. Oh ja. Ja, genau. Und ein paar Autogrammkarten für die kleinen Kinder. Geht's gut, danke. Gleichfalls. Ja, jetzt sind wir beim Kunden. Das ist beim Heimdienst auch sehr oft der Fall. Da entweder haben wir einen Schlüssel oder er steht in der Garage. Das Geld ist auch irgendwo versteckt. Und da wird einfach angerufen, sagt, bring mir ein Hels, bring mir ein Wasser, mhm. So wie da jetzt sind. Drei Helle, ein Wasser und eins mit mehrer Kohlensäure. Da kommen die Leute her, haben einen Service, ja. Und haben auf Nacht ein Bier. Ja, das ist und perfekt. Und brauchen nichts da. Und es läuft einfach eine Vertrauensbasis. Und das ist das Schöne beim Heimdienst. Das ist schön, ja. Können wir das bei mir daheim auch machen? Oma. Ich schreibe nicht schon, ich weiß. Wo fahren wir hin? Ja, zwei Pausen Hilde. Okay. Und nicht die wilde Hilde, sondern Brafi. Okay, perfekt. Gut. Thank you.
jetzt sind wir bei der Hilde. Freddy, was kriegen die jetzt? Ein Hilz, Zitronenlimo und eine Apfelschorle. Perfekt. Eins, zwei, drei. Ja, Freddy, wo muss ich hin? Einfach auf. Einfach gerade raus auf. Ja, gut. Du sagen müssen, frag halt nicht so blöd. Servus, grüß dich. Sie ist einfach reinstellen. Oh, meine kleine Katze. Oh. Ich freu mich, weil ein Skispringer bin ich. Sag ich dir, ist so grundehrlich, wie gesagt, du bist so ein Bodenständiger. Ja, genau, das geht's. Ich werde das jetzt wieder zum Schubladen anfangen. Funktioniert. Ich werde jetzt wieder anfangen, weil mir macht es einfach Gaudi. Und wenn du dich dann so furchtbar ärgern kannst, das freut mich noch besser. Ja, man kann sich freuen, man kann sich ärgern. Das ist doch bei jedem so. Seit der alten Kundschaft kommen. Der ganz alten schon. Seit 1974. Seit 1974 sind wir jetzt jede Woche fast auf der Tag. Ja. So, also ich bin auch sicher nicht gewesen, wenn die Buben da gewesen sind. Ja, das sind ja alle so 4, 5, 6 sind ja oft auch gewesen. Ja. Und wenn halt Musikanten da gewesen sind und haben da Proben noch gehabt, dann ist das kleine Gleichschaft gestanden worden, ja. Gell? Das glaube ich. Nein, gut. Ein guter Zuhörer ist er. Machen wir weiter so. Ich bleib so, wie es bist. Ja, ja, das sowieso. Das kriege ich Ärger von der Farm. Was in den Keller habe ich dran? Na ja, das kriegen wir schon hin. Gott. Und dann springt es aus. Und du musst es fangen. Und dann springt es aufs Sofa rein. Markus, aufregender Tag vielleicht für dich. Was Neues. Ja. Wir sind zurück jetzt in Schorum auf unserer Tour. Ich glaube, dass du ein bisschen Einblick gekriegt hast, dass das auch nicht bloß ein Zuckerschlecker ist. Nein, hat mir echt gut gefallen. Was ich auch gelernt habe, wir verbunden ja mit manchen Kunden heute schon wirklich jahrelang. Markus, vielen herzlichen Dank, dass du danke. Eine Zeitnummer hast für uns. Ich, dass du da warst. Ich sag danke. Und zum Abschluss darf ich noch sagen, ich sehe da hinter mir eine Isotone-Kiste noch. Darf ich die einfach ganz frech mitnehmen? Die hast du heute verdient. Perfekt. Und den siehst du dann, können wir pro Zeit auch noch. Perfekt, alles klar. Merci dir.